starten müssen. Und das vergisst man so leicht. Deshalb schönen Dank, Joachim, für den Hinweis. Damit auch gleich der Hinweis an alle Teilnehmenden hier. Wir zeichnen auch diese Live-Session auf, damit Sie all diejenigen noch nachschauen können, die jetzt um die Zeit nicht dabei sein können. Wir verlinken es dann wieder auf unserer Homepage, konkret auf der Wochenseite. Jetzt sind wir in der Auftaktwoche und da sind immer alle Links drin, wie man in die Live-Sessions kommt. Und statt dem Link für die Live-Sessions wird dann der Link für die Aufzeichnung dann dort stehen. So, und ich freue mich heute, dass wir so einen derjenigen, die Twitter schon sehr lange nutzen, den Simon Dückert hier haben, der uns eine kurze Einführung geben wird in das Thema Twitter. Was kann man alles damit machen? Wie geht es so technisch? Und dann werden wir uns anschließend noch ein bisschen darüber unterhalten, wie kann man Twitter vernünftig und gerade zum Lernen nutzen. Simon, vielleicht startest du gleich. Ja, ich wollte eigentlich vor der Session nochmal nachgucken, wann mein erster Tweet war. Ich glaube, der war 2007, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Im September habe ich, glaube ich, 10-jähriges Twitter-Jubiläum. Ja. Genau, also wir haben ja gesagt, Twitter ist ein wichtiges Werkzeug im MOOC oder kann ein wichtiges Werkzeug sein. Natürlich kann man am MOOCathon auch teilnehmen ohne Twitter. Nichtsdestotrotz finden viele immer Twitter spannend. Karl-Heinz hat gestern in der Auftaktsession schon erwähnt, Twitter war ja lange Zeit auf der Nummer 1 der Top 100 Learning Tools von Jane Hart. Sitzt dieses Jahr immer noch auf Platz 3. Und unter den ersten 10 Plätzen kommt kein einziges Learning Management System vor. Also das sind so kleine Hinweise, dass durchaus Leute Twitter sehr intensiv nutzen zum Lernen. Und ich glaube, Karl-Heinz, dir geht es auch so. Für dich ist das sicher auch in den Top 5 deiner Lernwerkzeuge. Ja, es ist die Nummer 1, ganz klar, und Twitter ist für mich der Lernbooster. Okay. Genau, deswegen haben wir gesagt, für diejenigen, die jetzt, für die vielleicht MOOC schon neu ist und sie auch noch nicht auf Twitter sind oder gerade mal so auf Twitter sind, aber noch nicht genau wissen, wie es funktioniert, machen wir halt mal so eine kleine Intro mit Überblick. Würden jetzt mal so kurz die Funktionen vorstellen, auch gleich eine kleine Abfrage machen, wer von euch denn jetzt schon Twitter nutzt. Nach der Vorstellung einfach nochmal so eine offene Diskussion, wo wir eure Fragen beantworten, aber auch eine kleine Sammlung machen von Anwendungsfällen, also wie könnte man denn jetzt im Kontext des MOOCathons quasi Twitter verwenden? Ich habe, Moment, da hat jemand die Steuerung beantragt. Genau, also das hatte ich gerade gesagt. Es gibt ein Etherpad, etherpad.net/p/CL2025 underscore Twitter. Falls jemand kurz Zeit hat, könnt ihr die URL auch in den Chat posten. Das ist ein Etherpad, wo ihr während des ganzen Webinars auch Fragen schon mal reinschreiben könnt, wo wir nachher die Anwendungsfälle auch sammeln. Und da gehen wir danach in der Fragenrunde, nehmen wir einfach die Fragen, die dort sind oder die ihr jetzt im Chat, in die Unterhaltung auf der linken Seite postet, gehen wir da entsprechend drauf ein. Okay, gerade läuft ja die Republika. Vielleicht hat es eine oder andere mitgekriegt, hat das Oberthema Love Out Loud, Love wie Liebe. Wir hatten gestern Abend eine erste Session zu Working Out Loud. Das ist eine Methode, wo es darum geht, die eigene Arbeit sichtbar zu machen, das Netzwerk an eigener Arbeit partizipieren zu lassen. Hier haben wir hier so einen kleinen Cartoon von Geek and Poke mit reingenommen, der eigentlich recht schön darstellt, was Twitter eigentlich so tut. Da kommt jemand und fragt, worüber denkst du denn eigentlich gerade nach? Und der fragt sich nur verwundert oder sagt, lies doch meinen letzten Tweet. Also das ist so das, wie Leute Twitter nutzen. Wenn ich es erkläre, sage ich oft, man kann sich das eigentlich vorstellen. Früher habe ich mal gesagt, wie eine öffentliche SMS an Leute, die ich noch nicht kenne. Heute sage ich vielleicht eher wie eine öffentliche WhatsApp an Leute, die ich noch nicht kenne. Also anders als man das vielleicht von SMS oder WhatsApp gewohnt ist, die ja in der Regel eher an Einzelpersonen oder an eine kleine Gruppe von Leuten geht, geht in der Regel ein Tweet an alle, die es interessiert. Also Tweets sind kurze Textnachrichten von 140 Zeichen und die sind offen im Internet für alle zu sehen. Ich sehe gerade im Chat, Sandra schreibt, sie sieht die Präsentation noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kurz ein paar Kommentare, ob es bei den anderen sichtbar ist, also ob es bei Sandra liegt das Problem oder bei uns. Janine auch nicht. Okay, Martin, ist sie da? Auch nicht. Okay. Meistens sehen Sie, also scheint ein individuelles Problem zu sein. Ich weiß nicht, was hatten wir gestern als Probleme? Browser Reload mal drücken, oben rechts auf den Layout-Knopf, wenn man die Präsentation nicht sieht. Das waren, glaube ich, so die drei Tipps und Tricks dazu. Okay, was ich mal noch mitgebracht habe, ist ein Buch von dem Ewan Sample. Das ist ein recht schönes Buch mit einem Vorwort von Andrew McAfee.
Organizations don't tweet, people do. Also Twitter ist ein persönliches Medium. Natürlich gibt es da auch Posts von Organisationen oder Werbeposts, aber ich denke, wenn wir über Twitter als Lerntool quasi sprechen, geht es darum, dass einzelne Lernende, Lehrende, das kann man im Kontext von Twitter gar nicht so genau unterscheiden, wann bin ich denn da eher jemand, der beiträgt, wann bin ich jemand, der was davon hat, so ähnlich wie in einem ganz normalen Gespräch auch, ist es so, dass ihr als Einzelpersonen dort auf Twitter aktiv seid, wo man natürlich dann sofort, wenn ihr in Organisationen arbeitet, auch so die Fragestellung hat, spreche ich dann da jetzt für meine Organisation, für meine Firma oder spreche ich für mich als Einzelperson? Sieht man dann auch oft in den Profilen, da steht dann sowas wie Views are my own, um sich eben abzugrenzen und gemäß von Social Media Guidelines, die viele Unternehmen haben, eben dann nicht im Rahmen oder als verantwortliche Person der Organisation zu sprechen. Und bevor wir jetzt einsteigen, mache ich mal kurz, schalte ich mal eine Umfrage live, damit wir auch sehen, wie erfahren ihr schon seid. Wir haben so eine kleine Umfrage gemacht, wie sehr ihr Twitter denn schon nutzt, ob noch gar nicht oder täglich oder wöchentlich oder gelegentlich. Und ich möchte euch mal bitten, da kurz abzustimmen. Haben wir mal da noch ein bisschen Zeit. So, jetzt hat sich das stabilisiert. Okay, also das ist so ungefähr, wie wir es erwartet haben. Die Hälfte von euch, knapp die Hälfte, nutzt es noch gar nicht, also hat nicht mal ein Login. Da kann man vielleicht, ich weiß nicht, Karl-Heinz, wie du das liest, dazu sagen, es ist sehr schwer, Twitter zu verstehen, ohne es mal in der Hand gehabt zu haben. Ja. Also man kann da zwar viel drüber sprechen, aber eigentlich so, was ist es, was bringt es mir, muss ich sagen, aus meiner Erinnerung noch, das kommt eigentlich erst dann, wenn man es mal nutzt, oder? Genau. Also es geht für mich so für die ganzen sozialen Medien, man kann sich die nicht theoretisch erschließen. Man muss wirklich sehen, was macht es mit einem, wenn ich da in einer Diskussion mit anderen bin, wenn ich Rückmeldungen kriege, wenn ich von anderen was empfange. Und das kann man nicht irgendwie theoretisch beschreiben. Das wirkt bei jedem auch ein bisschen anders. Deshalb ist es ganz wichtig, es einfach mal auszuprobieren. Selbst wenn man es dann nicht will, hat man es aber wenigstens probiert und hat eine Vorstellung davon, was einen da wirklich stört oder was einen vielleicht sogar motiviert, mit weiter dran zu bleiben. Genau. Und ich meine, das ist ja, wo oft sich jemand überlegt, so, dann bin ich ja sichtbar im Internet. Ich sage auch immer gleich zum Einstieg dazu, bei Twitter ist es völlig okay, es einfach erstmal lesen zu nutzen. Also sich einen Account zu holen und da erstmal gar nichts zu schreiben. Ne? Dann habe ich so das Datenschutzproblem nicht, aber auch nicht das Problem, was viele so am Anfang sagen, ja, was soll ich denn da schreiben? Ich weiß ja gar nichts, was andere interessiert, was in der Regel so meistens auch nicht stimmt. Aber man kann Twitter auch ganz einfach nutzen wie so eine persönliche Fachzeitung, sage ich oft. Man folgt den Leuten, die über Sachen schreiben, die mich interessieren. Und die lese ich, nehme eine Viertelstunde am Tag und kriege da einfach interessante Links zu Artikeln, zu Studien, zu Blogs, zu Veranstaltungen mit. Und vielleicht auch noch wichtig, ich habe es selber in der Hand. Also ich kann den Filter steuern. Ich kann sagen, was ich da lese, wie viel ich da lese, wie viele Personen ich folge. Also auch da vielleicht die Parallelität zu den sozialen Medien generell. Es geht nicht darum, da möglichst vielen Leuten zu folgen oder möglichst viele Kontakte zu haben. Genau, so, dann haben wir gesagt, machen wir einfach mal so einen Durchflug durch die Funktionalitäten. Ich hatte schon erwähnt oder das Wort gesagt, auf Twitter kann man Leuten folgen. In der Folie seht ihr jetzt mal so den Screenshot von Karl-Heinzens Profil. Man sieht, ist in der Regel da mit einem ganz normalen Namen sichtbar. Man hat mit dem Ad davor stehend den sogenannten Twitter-Nickname oder Twitter-Nick. KH Pape ist das für den Karl-Heinz in dem Fall. Ich sehe klein in grau, ob er mir folgt, also ob er mir folgt. Rechts bei dem Plus-Symbol mit der Person kann ich sagen, jetzt will ich auch ihm folgen. Anders als bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken ist die Profilfunktion relativ knapp, also ich weiß gar nicht, wie das aktuelle Limit ist. Man hat irgendwie ein paar hundert Zeichen, um da 2-3 Zeilen Text hinzuschreiben. Meist machen Leute das so ähnlich wie beim Barcamp. Man schreibt da ein paar Schlagworte hin, vielleicht einen Link. Aber man hat ja eben nicht so ein ausführliches Profil, wie ihr das vielleicht von Facebook gewohnt seid. Ja, vielleicht. Eine Webseite wird. Ja, sorry. Vielleicht gleich was zum Namen. Da sollte man sich überlegen, ob man Twitter beruflich nutzen möchte oder ob man Twitter nur privat nutzen möchte. Wer es beruflich nutzen möchte, dem würde ich immer empfehlen, den vollen Namen oder einen lesbaren Namen zu nehmen. Nun steht bei mir KH Pape, weil damals, als ich anfing,
der eigene Name beim Weitertweeten auch immer zu den 140 Zeichen zählte. Also man hatte dann immer weniger Möglichkeiten, noch was zu schreiben. Deshalb habe ich ihn abgekürzt. Aber immerhin, ich bin damit nicht versteckt. Also unter KH Pape kann man sich vorstellen, dass ich das bin. Also sorgt immer dafür, dass ihr dann als Person sichtbar werdet, wenn ihr es beruflich nutzen wollt. Denn man folgt keinen Leuten, die da Bärchen 17 heißen oder so ähnlich. Genau. Ist ein bisschen anders, als man das vielleicht in so Chat-Tools oder so gewohnt ist, wo viele Leute so einen Fantasie-Nickname haben. Ne? Oder auch in der Hacker-Szene hat man eigentlich auch nie Klartext. In Twitter hat man eher den Klarnamen sichtbar. Drunter sieht man noch, wie viele Leute jetzt in dem Fall der Karl-Heinz folgt. Also man sieht damals, als der Screenshot gemacht wurde, 265 Personen folgt er und die sogenannten Follower, 1900 Personen, folgen dem Karl-Heinz. Was das dann im Detail bedeutet, kommen wir dann gleich noch dazu. Also das ist mal das Profil und dieser Aspekt des Folgens. Natürlich ist es so, wenn man jetzt einsteigt in Twitter, hat man erstmal keine Follower und folgt auch noch niemand und damit sieht Twitter für einen selber erstmal recht leer aus. Das heißt, so ein erster Schritt, den man in der Regel tut, ist eben mal zu gucken, wem könnte ich denn da folgen? Wer hat Sachen, die für mich interessant sind? Manchmal folgt man dann auch Leuten, wo man feststellt, na, ist doch nicht so interessant. Dann kann man denen auch sehr schnell wieder entfolgen. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Ich selber habe quasi die Hoheit darüber, welcher Person ich folge oder eben, wenn die jetzt dann anfängt, über Sachen zu schreiben, die mich nicht mehr interessieren, dann eben auch nicht mehr folge. Springen wir mal eins weiter, die Länge. Twitter ist in der Regel kurz. Ich habe es vorhin verglichen mit einer SMS oder WhatsApp. 140 Zeichen. Mittlerweile werden Bilder, glaube ich, und Retweets und so weiter nicht mehr mitgezählt. Also man hat fast die 140 Zeichen netto, aber eben auch nicht mehr. Es ist nicht wie bei Facebook oder wie bei LinkedIn oder wie bei Xing, wo ich im Prinzip beliebig lang in so einen Post schreiben kann. Also ihr müsst euren Gedanken in 140 Zeichen bringen. Deswegen nennt man Twitter auch ein Microblog-Werkzeug. Also Blogs waren ja früher oder sind nach wie vor, ist ein Medium, was eher so die Langform unterstützt. Also da kann ich seitenweise schreiben, da kann ich formatieren, da kann ich Tabellen machen. All das kann man in Twitter nicht, sondern das ist eben darauf ausgelegt, sehr kurz und knapp zu sein. Was, weiß nicht, ob du es anders siehst, Karl-Heinz, einen manchmal ärgert, weil man irgendwie versuchen will, eine Aussage in die Kürze reinzubringen. In Summe aber finde ich, was Positives ist, weil es einfach nicht so ausladend, nicht so schwadronierend ist, sondern jeder ist dazu gezwungen, sich knapp zu fassen. Genau, ich finde es eher positiv und ich war ganz traurig, als Twitter offen darüber nachgedacht hat, die 140-Zeichen-Grenze wegzunehmen. Glücklicherweise haben sie es dann nicht gemacht, denn es zwingt wirklich alle auf den Punkt zu kommen. Und ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, was es auch fürs Lernen für einen Vorteil ist, wenn man Dinge pointiert darstellen muss. Aber vielleicht nochmal ein Hinweis zu dem Tweet, den du da jetzt gerade uns zeigst. Das möchte ich nur mal nutzen. Einerseits zu sagen, Simon Dückert ist jemand, der sehr viel fachliche Dinge sehr sachlich und nüchtern schreibt. Aber denkt dran, bei den sozialen Medien muss man ab und zu mal auch persönliche Einstellungen, persönliche Meinungen mittransportieren, denn ich folge dort Leuten und will wissen, was sind das für Leute. Und das ist so ein typischer Tweet, einer der wenigen von Simon, der tatsächlich auch so ein Stückchen Meinung mitbringt oder mal so ein ironisches Lächeln mittransportiert und so. Also nicht so, wie wir es in der Schule gelernt haben, nur immer die sachlichen Dinge, sondern hier das Subjektive auch wirklich immer ein Stückchen mit reinbringen, denn das macht es leichter, Menschen einzuschätzen und zu sagen, ja, es sind genau die richtigen, denen ich folgen will. Ich hatte am Wochenende so einen kleinen Schlagabtausch mit Thomas Sattelberger, weil der jetzt gerade natürlich über sein FDP-Wahlprogramm schreibt. Das wurde dann auch etwas weniger sachlicher. Ja, also 140 Zeichen, die Länge. Dann gehen wir mal weiter. Wenn ihr Links verwendet in den Tweets, dann werden die automatisch klickbar. Also man muss nichts markieren und verlinken, sondern einfach einen Link aus dem Browser reinkopiert, wird sofort zu einem Link. Bei besonderen Links, wie zum Beispiel YouTube-Videos, tut auch Twitter ganz automatisiert so ein Vorschau erzeugen. Das heißt, so ähnlich wie ihr es von Facebook vielleicht kennt, in dem Feed, in dem sogenannten Aktivitätenstrom, wo ihr dann lesen könnt, die einzelnen Tweets sehen könnt, werden dann so Bilder eben als Vorschaubild angezeigt oder ich kann auch ein YouTube-Video direkt abspielen. Aber das schauen wir uns nachher nochmal live auch im Tool an. Dann eine ganz wichtige Funktion von zwei, würde ich sagen, viel mehr gibt es dann auch gar nicht, ist das sogenannte Add Mention.
Ihr habt ja vorhin gesehen auf Karl-Heinzens Profil, Karl-Heinz hat einen Twitter-Nick. Und wenn ich jetzt ein Ad, also ein Ad-Symbol, wie man es von der E-Mail kennt, da reinschreibe und danach dann den Twitter-Nick, ist das ein sogenanntes Ad-Mention. Das heißt, hier bei dem Tweet, den man jetzt hier sieht, ist dieses Go-to-Webinar mit dem Ad davor verlinkt mit einem Twitter-Account, der Go-to-Webinar heißt. Das heißt, jemand, der in seinem Aktivitätenstrom diesen Post sieht, kann da draufklicken und landet auf dem Profil dieser Person. Und die Person selber bekommt eine Benachrichtigung darüber, dass ich über sie geschrieben habe. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Tweet schreiben würde, bin gerade im Webinar mit @Karl-Heinz Pape und Karl-Heinz macht Twitter auf, dann sieht er eine Benachrichtigung, eine sogenannte Erwähnung, dass irgendjemand über ihn gesprochen hat. Das ist auch ein großer Unterschied zu Gesprächen im echten Leben sozusagen, wenn ich irgendwo hier in Nürnberg über Karl-Heinz spreche und Karl-Heinz ist in Erlangen, dann kriegt er das natürlich überhaupt nicht mit. Auf Twitter, wenn ich ihn erwähne, dann eben schon. Und so entstehen eben Konversationsstränge in Twitter, wo Leute mitbekommen, aha, da wird über mich gesprochen oder meine Ideen gesprochen und sich dann eben in eine Konversation auch einklinken können. Aus deiner Sicht noch, Karl-Heinz, was zu ergänzen zu dem Ad-Menschen? Nee, das ist schön erklärt. Okay. So, da haben wir wieder jemanden im Wartebereich. Okay. So, das zweite Wichtige sind sogenannte Hashtags. Hash kommt von dem Gartenzaunsymbol, der heißt auf der englischen Tastatur Hash. Funktioniert eigentlich wie @Mention. Das heißt, wenn ihr so ein Hash vor ein Wort schreibt, wird da draus ein Hashtag, der wird auch verlinkt. Und das ist auch was ganz Besonderes. In dem Moment, wo ich auf den Hashtag klicke, kriege ich automatisch eine Sicht in Twitter, die mir chronologisch rückwärts alle Tweets, also alle Beiträge zeigt, die mit diesem Hashtag versehen sind. Und da kann man vielleicht schon ahnen, was für eine Rolle das im Kontext jetzt von so einem MOOC spielt, Mookathon spielt. Wir haben ja zum Beispiel den Hashtag rausgegeben, CL2025. Das heißt, wir empfehlen einfach allen, wenn sie twittern über den Mookathon, diesen Hashtag zu verwenden, weil man sich dann eben alle Gespräche, alle Beiträge, alle Gedanken sozusagen zu diesem Hashtag anzeigen lassen kann. Mit einem Klick. Die Britta fragt nochmal zurück zu den Ad-Mentions, ob man seinen Ad-Namen ändern kann. Ja, das geht in den Einstellungen von Twitter. Kann man den entsprechend abändern. Genau, und sagen wir, dieses Hashtag-Symbol, das ist so ein bisschen wie Schlagworte bei Blogs. Leute, die das nicht gewohnt sind, die eher E-Mailen gewohnt sind, verwenden das am Anfang erstmal nicht so sehr. Da helfen uns im Moment aber die Massenmedien ein Stück weit, weil bei so Sendungen wie Heute Journal, Hart aber fair und so weiter, fangen die an, quasi diese Hashtags unten in die Bauchbinden einzublenden und damit, oder auch, was weiß ich, Germany's Next Topmodel, DSDS, Deutschland sucht den Superstar, und so verbreitet sich so die Kulturtechnik, wenn man so will, des Hashtaggens eben auch in die Breite. Nun, ich würde fast sagen, Hashtag aus meiner Sicht ist mit die wichtigste Funktion von Twitter, um eben, bleiben wir bei dem Beispiel Republika von vorhin. Heute Morgen, gestern ist die Republika in Berlin. RP17 ist der Hashtag. Wenn man da selber nicht hinfahren kann, kann man eben über Twitter mitbekommen, was da auf der Republika passiert. Weiß nicht, ist deine Favoritenfunktion auch, Karl-Heinz, oder wie siehst du die Ja, und Hashtag? vielleicht an der Stelle noch so ergänzen, es gibt kein zentrales Hashtag-Verzeichnis, sondern jeder macht seinen Hashtag so, wie er meint. Und es könnte durchaus sein, dass zwei ganz verschiedene Veranstaltungen beispielsweise den gleichen Hashtag verwenden. Dann müssen sie sich halt einen anderen suchen, wenn sie merken, die anderen stören sie dabei. Also das ist einfach ausprobieren. Und ich kenne das zum Beispiel, CLC17 ist der Hashtag für das Corporate Learning Camp in diesem Jahr. Und ja, wir haben den schon am Anfang des Jahres angelegt, aber es gibt in Amerika, wie ich jetzt gerade merke, eine Veranstaltung, die hat auch CLC 17. Das heißt, damit lebe ich jetzt, weil im Moment gibt es für uns nicht so viele Tweets, aber im September hoffe ich dann, dass es keine zweite Veranstaltung damit gibt. Und andererseits, ich bin sicher, wir sind dann wieder so viele, die twittern, dass die anderen dann freiwillig weichen werden. Also so ist es mit den Hashtags, man muss niemanden fragen, man setzt sie einfach ein. Ja, also Matthias hat im Chat gerade gefragt, ob er denn den Hashtag selber wählen kann und ob oder wie er sicherstellen kann, ob der schon anderweitig benutzt wird. Das erste ist ein klares Ja, weil in dem Moment, wo ihr ein Hash schreibt und ein Wort dahinter, wird es automatisch zum Hashtag. Den muss man nicht irgendwo registrieren oder einreichen oder anlegen, sondern den erstellt ihr einfach dadurch, dass ihr ihn schreibt.
keine, ich glaube, keine Leerzeichen und keine Bindestriche gehen, aber Underscores nicht oder umgekehrt. Also in der Regel sind das wirklich einzelne Worte, nicht ganze Sätze, weil muss man ja wissen, das geht einem natürlich von den 140 Zeichen, die man hat, auch ab. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Hashtag verwende, der 80 Zeichen lang ist, dann habe ich im Prinzip nur noch 60 Zeichen für meinen Post. Und die zweite Frage, wie kann ich sicherstellen, dass er schon anderweitig benutzt wird? Kann man eigentlich nur sagen, das kann man nicht. Das heißt quasi, man kann vorher auf Twitter mal suchen, ob es den Hashtag schon gibt. Aber ich kann nicht sicherstellen, dass, wenn ich ihn dann verwende, hinterher vielleicht jemand den gleichen Hashtag verwendet. Insbesondere, wenn ich natürlich Veranstaltungen mache, die sehr bekannt und populär sind. Man kann auf Twitter herausfinden, was sind in Deutschland zum Beispiel die Top 10 Hashtags, über die gesprochen wird. Und dann gibt es natürlich Leute, die Werbung treiben oder sich mit ihren Botschaften irgendwo einklinken wollen und die verwenden dann einfach an ihren Tweets auch die Hashtags, die von vielen Leuten gelesen werden, einfach um Reichweite zu bekommen. Also dagegen kann ich mich im Prinzip nicht schützen. Ist aber in der Praxis, glaube ich, auch kein allzu groß. Also ich hatte noch nicht viel Schwierigkeiten, liegt wahrscheinlich daran, dass ich wahrscheinlich immer Sachen mache, die jetzt nicht von Millionen von Leuten verfolgt werden, sondern dass eher immer in kleineren Kreisen bis mittleren Kreisen stattfindet. Ja. Und es ist sogar so, also wirklich jeder darf Hashtags machen. Manchmal bin ich bei einer Veranstaltung, wo der Veranstalter keinen Hashtag ausgegeben hat, aber da ich meine Notizen als Tweets mache, denke ich mir dann Hashtag aus und schau mal, ob irgendwelche Leute darauf reagieren. Und manchmal einigen sich dann die Twitterer auf einen gemeinsamen Hashtag, habe ich schon öfter erlebt. Ja. Der Thomas hat gerade gefragt noch, ob es sowas gibt wie geschlossene Benutzergruppen. Das gibt es nicht auf Twitter. Es gibt die Möglichkeit, den eigenen Account zu schützen. Das bedeutet quasi, dass wenn jemand dir folgen will, also wenn jemand deine Tweets lesen will, dann muss er dir folgen und dazu musst du ihn zulassen. Das ist so ein bisschen wie der Mechanismus bei Facebook, wenn man Freunde wird, ne? Dann muss man ja auch beidseitig bestätigen. Das Folgen bei Twitter ist in der Regel einseitig. Außer man schützt den Account, aber dann sind es in dem Sinne auch keine Gruppen, wo ich wie in der Facebook-Gruppe untereinander chatten kann, sondern dann ist es halt einfach so, dass es so Zweierbeziehungen von vernetzten Leuten gibt, die dann gegenseitig die Tweets sehen. Es gibt sowas wie Listen, wo ich Leute sammeln kann, aber auch das ist keine Gruppenfunktionalität, sondern dient eher so dem Kuratieren, dem Zusammenstellen. Man könnte jetzt eine Liste aller Twitterer oder aller 20, 25 Teilnehmer machen, die auf Twitter sind. Dann könnte ein Neueinsteiger dieser Liste folgen und müsste sich die Leute nicht alle einzeln mühselig raussuchen, sondern folgt mit einem Schlag mehreren 10, mehreren 100 oder gar mehreren 1000 Personen. Das geht. Okay. Gut, dann gibt es sowas wie Retweets. Retweet ist nichts anderes als Weitererzählen im echten Leben. Also was weiß ich treffe Karl-Heinz auf einer Konferenz, er sagt, Mensch, hast du schon gesehen, Twitter-App hat jetzt auch die Funktion, sage ich, toll, gehe am nächsten Tisch, fragt mich einer was zu Twitter, sage ich, ja, Karl-Heinz hat mir gerade erzählt, da gibt es die und die Funktion. Also genau das ist Retweeten, nämlich ich folge jemand, der erzählt irgendwas, sagt irgendwas, postet einen spannenden Link, ein spannendes Papier und ich sage, das ist, glaube ich, auch für mich interessant und meine Follower interessant, dann brauche ich gar keinen Tweet neu schreiben, sondern ich drücke einfach auf Retweet. Und dann wird es quasi in meine Timeline hineingepostet und meine Follower kriegen dann mit, dass ich den Artikel oder den Tweet jetzt in dem Fall von Karl-Heinz sinnvoll gefunden habe und den retweete. Und der ursprüngliche Sender kriegt es auch mit, dass sein Tweet Richtig. weitergegeben worden ist, ne? Genau, das ist ähnlich wie bei AdMentions. Also man hat dann in der Twitter-App zum Beispiel so einen Reiter, wo man dann sieht, wie viele Benachrichtigungen es gibt und das sind eben Retweets und Erwähnungen quasi mit drin. Genau. Genau, wenn ich es nicht nur retweeten will, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was dazu schreiben will, dann gibt es das sogenannte Tweet-Zitieren. Funktioniert so, dass man auch auf dieses Retweet-Symbol, das sieht so ein bisschen wie so ein Recycle-Symbol aus, also diese Pfeile, die im Kreis gehen, klickt. Und dann kann ich quasi den Tweet zitieren. Man sieht jetzt hier in dem Bild, da habe ich einfach oben nochmal einen Satz dazu geschrieben, irgendwie einen Kontext, eine Zusatzinformation. Was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine spannende Studie finde, die von einer Uni gepostet worden ist zum Corporate Learning der Zukunft, die verwendet natürlich nicht unseren CL2025 Hashtag. Und dann könnte ich schreiben, hier gibt es eine interessante Studie von der und der Uni. Und könnte sagen, das ist interessant für und dann Hashtag
Ziel 2025, sodass alle, die den Hashtag beobachten, die Tweets dazu lesen, das eben mitbekommen. Das wäre so ein Anwendungsszenario. Ich weiß nicht, aus deiner Sicht zitieren noch irgendwas Spannendes dazu? Also zitieren ist deshalb schön, weil damit kann sich eine Diskussion ergeben. Also man nimmt einen Tweet von jemandem und gibt seinen eigenen Kommentar dazu und hängt praktisch den Ursprungstweet ja unten ran, wenn man zitiert. Dann kommt der Nächste und sagt wieder was dazu und man kann das nachher rückverfolgen, was dazu alles gesagt worden ist. Das ist bei Twitter ganz gut gemacht. Also im Grunde genommen ist das so der Anfang für eine Diskussion über ein Thema. Und es gibt Leute, die diskutieren sehr intensiv, wirklich und langanhaltend damit, ne? Die Aude oder Ort, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, fragt, sie hat nicht verstanden, wo sie klicken soll, um zu zitieren. In Twitter, im Web, aber auch in den meisten Apps ist es so, dass man einfach das Retweet-Symbol klickt und dann wird man gefragt, ob er einfach nur retweeten soll oder ob man den Tweet zitieren möchte. Und wenn man sagt zitieren, dann kann man nochmal einen Text eingeben, auf Retweet klicken und dann ist es quasi ein Zitat. Also da gibt es kein extra Symbol hier unten, sondern das ist sind diese zwei Pfeile. Dann gibt es die Möglichkeit, Favoriten zu setzen. Das ist dieses kleine Herzsymbol. Das heißt einfach, ich habe was zur Kenntnis genommen, ich finde was interessant. So kann man sich vorstellen wie der Facebook-Like-Button zum Beispiel oder das Interessant auf Xing. Im Unterschied zu dem Retweet bekommt dann meine Follower nicht mit, dass ich das interessant gefunden habe. Aber derjenige, der es erstellt hat, in dem Fall jetzt hier der Thomas von SAP, der würde mitbekommen, dass ich seinen Tweet geliked habe oder favorisiert habe. Ne, kann man so verstehen als so ein kleines zur Kenntnis nehmen oder so ein kleines Dankeschön, ne, so wie wer die Working Out Loud Session gestern mitgekriegt hat oder mitgemacht hat. Ne, so dieses jemand hat was gemacht und ich habe so eine Art, ich gebe ihm zur Kenntnis, oh, das finde ich gut, was du gemacht hast. Ne, allerdings halt wirklich nur mit einem Herz, ja oder nein. Und die Zahl daneben heißt dann immer, wie viele Leute haben entsprechend diesen Tweet favorisiert. Dann gibt es auch noch, ich erwähne es immer, auch wenn ich ganz wenig verwende, die privaten Nachrichten. Also es gibt die Möglichkeiten, dass Leute, die sich gegenseitig folgen, so ähnlich wie auf WhatsApp, sich Messages schicken. Wenn man jetzt auf einer Konferenz ist, wo sehr viel getwittert wird, man die ganze Zeit den Twitter-Client aufhat, dann macht man das ab und zu. Ich muss sagen, mit den meisten Leuten bin ich auf anderen Messengern verlinkt, sei das jetzt der Facebook-Messenger oder WhatsApp oder Threema oder Signal oder was auch immer. Das heißt, das nutze ich nur so gelegentlich und ist auch eigentlich keine Funktion, die jetzt dem eigentlichen Netzwerkgedanken von Twitter viel bringt, einfach weil Twitter eigentlich die Idee hat, das in die Breite und nach draußen zu bringen und diese privaten Nachrichten eigentlich immer versteckt in einem kleinen Personenkreis sind. Weiß nicht, nutzt du das oder auch nur so ganz, ganz sporadisch? Genau, und mir fällt manchmal auf, dass es an mich eine private Nachricht gab, die ich schon 3 Wochen lang nicht angeguckt habe. Ja, genau, das gibt es auch oft. Genau. Ja, der Armin sagt, er muss leider gehen. Wir zeichnen ja auf. Also das Video gibt es dann hinterher auch auf YouTube. Kann man sich den Rest noch anschauen. Das habe ich vorhin noch erwähnt. Listen gibt es. Man kann also Listen kuratieren von interessanten Personen. Also das können wir jetzt überlegen, wenn ihr Leute findet, die im Ziel 2025 für euch interessant sind, könnt ihr die in eine Liste anlegen und dann kann man eben alle Tweets dieser Liste zum Beispiel lesen. Man kriegt dann auch mit, wenn man auf eine Liste gesetzt wird. Das ist dann auch ganz interessant. Viele Nutzer von Twitter pflegen so Listen, was weiß ich, Corporate Learning Expert, Digitalization Expert. Und man kriegt dann mit, welcher Nutzer in der eigenen Followerschaft sozusagen einen selber auf so eine Liste gesetzt hat. Ja, und das ist dann meist ganz spannend, da mal zu gucken, weil das ja so kuratierte Listen sind. Wen haben diese Leute denn noch auf ihren Listen? Da stößt man dann auch oft auf interessante Personen, die fürs eigene Themengebiet spannend sind. Genau, die Trends vielleicht noch. Also wenn man in das Suchfenster klickt in Twitter im Webinterface selber, dann bekommt man die Trends aus seinem eigenen Sprachraum, ist das, glaube ich. Also wenn ihr das jetzt mit einem Account in Deutschland macht, dann wären das die Top 10 deutschen Trends zum Beispiel. Da kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, worüber wird denn gerade auf Twitter gesprochen. Können wir nachher auch gleich mal machen, wenn wir in Twitter reingehen. Da wird wahrscheinlich die Republika jetzt weit oben sein. Ich denke mal, mit dem Ziel 2025
haben wir das bisher noch nicht da reingeschafft, aber jetzt, wenn alle dann twittern, die heute in der Websession sind, dann haben wir da vielleicht eine Chance. Auch gestern kamen mittags so ein paar Hinweise von Trendelina und die haben gesagt, wir seien anstelle an Nummer 5 von den Tweets in Deutschland. Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, weil die Republika doch garantiert mit wahrscheinlich 8000 Leuten da ganz viele Twitterer hat. Aber es stand jedenfalls so drin. Ich poste jetzt mal gerade den Link zu dem Etherpad in den Chat. Also wer mag und Fragen hat, auf die wir eingehen sollen, der kann gerne jetzt mal auf dieses Pad gehen. Vielleicht lassen wir ein paar Minuten mal Zeit, dass Leute da die Fragen schon mal eintragen können, wenn es welche gibt. Und ansonsten hätte ich gesagt, machen wir einfach auch mal die Twitter-Webseite auf und schauen uns das mal in echt quasi an. Ich muss hier gerade mal gucken, bei mir kommt ja öfter mal die Nachricht, dass der Post in den Chat nicht ging. Diesen Etherpad-Link, siehst du den, Karl-Heinz? Ja, zweimal hintereinander steht da drin. Okay, weil bei mir steht drunter, die Aktion konnte nicht abgeschlossen werden. Okay. Also wer mag, kann da schon mal hineinschreiben. Jetzt springe ich hier mal gerade rum. So sieht es jetzt aus im Web-Interface. Ja, man sieht twitter.com. Hier oben quasi klein meine Profilkarte. Wenn ich hier jetzt auf meinen Namen klicken würde, ist eigentlich genau wie wir es vorhin gesehen haben, ne, sieht man jetzt hier das eigene Profil. Ein bisschen andere Ansicht als das, was wir bei Karl-Heinz hatten. Das ist schon ein bisschen älter vom Layout gewesen. Man sieht, wie viele Tweets habe ich schon geschrieben, wie viele Leuten folge ich, wie viele Leute folgen mir, wie viele Likes habe ich gemacht, wie viele Listen pflege ich. Ich kann mein Profil editieren. Da springe ich jetzt aber mal wieder zurück. Genau. Der Punkt, auf den ich jetzt nochmal eingehen möchte, kurz, bevor wir jetzt dann auch anhand des Webinterfaces einfach auch Fragen beantworten können, wenn es noch welche gibt. Ich persönlich nutze Twitter eigentlich fast nicht übers Webinterface. Das ist ganz, ganz selten, dass ich da über den Browser mal drin bin. Wenn ich über den Browser drin bin, ist das eher über Tools wie TweetDeck zum Beispiel. Das kann ich gerade mal zeigen. TweetDeck ist so ein sogenannter Multicolumn-Twitter-Client. Das heißt, ich kann mir hier beliebig viele Spalten anlegen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Timeline. Ich habe Erwähnungen, wo Leute mich erwähnen. Ich habe jetzt hier natürlich außen mal so eine Suche gemacht. Man sieht hier oben, das ist eine Suche, die quasi alles herausfiltert, was mit CL2025 gehashtaggt ist. Da sieht man jetzt eben die Business-Kreatoren, die Silke, Caro, Janine und so weiter, die twittern eben quasi dazu. Das sieht auch, wenn ich hier, weiß nicht, ob man das jetzt in der Übertragung sieht oder ob es zu klein ist, ne, das Retweet-Symbol, das Favoriten-Symbol. Also wenn ich es im Web nutze, eigentlich fast nur über TweetDeck und ansonsten eigentlich immer über mobile Clients, also sprich entweder den Twitter-Client auf iOS jetzt in meinem Fall oder auf dem iPad. Bisschen nervig, so ähnlich wie bei Facebook auch, gibt es da natürlich Werbung. Es gibt andere Clients wie Twitterific zum Beispiel, da wird die Werbung rausgefiltert, da hat man quasi einen werbefreien Feed. Das heißt, ich nutze eigentlich meistens Twitterific. Aber ich weiß nicht, Karl-Heinz, ist das bei dir anders? Machst du mehr über Web oder schon auch mehr über mobilen Client? Nee, mobile Klienten mache ich sehr selten. Immer dann, wenn ich mal ein Foto machen will, dann nehme ich das Handy. Aber das Tippen auf der Glastastatur fällt mir doch sehr viel schwerer als am Laptop. Deshalb nehme ich meinen Laptop immer mit und nutze TweetDeck. Und TweetDeck hat ja noch den Vorteil, dass man wirklich auch einem Hashtag verfolgen kann, wie jetzt rechts CL2025. Also gerade wenn man so auf Veranstaltung ist, will ich sehen, was twittern auch die anderen. Manchmal denkt man, ach, guter Gedanke, oder antwortet ihm schnell, sodass man damit noch intensiver am Thema ist. Und das Nebeneinander geht halt auf dem Handy nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, es hat der Jochen hat gerade die Frage noch eingestellt, ob ich was zum Speichern oder Archivieren von Tweets sagen kann. Das ist natürlich auch ein heißes Thema. Jochen ist ja auch selber schon sehr lange auf Twitter mit dabei. Ich weiß nicht, wer das vielleicht, also wer noch nicht auf Twitter ist und wer das von Facebook kennt, wenn ich weiß, im letzten Monat gab es mal einen spannenden Link zu einer Studie und ich will die wiederfinden. Ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber das ist relativ lästig, sich da zurechtzufinden. Ja, und da gibt es eine wahnsinnige Vielzahl von Möglichkeiten, was man da machen kann. Also ich kenne Leute, die
zum Beispiel sich Tweets, die sie als favorisiert markieren, automatisch per If This Then That, also so ein Webdienst nach OneNote oder nach Evernote wegschreiben lassen. Ich lasse mir zum Beispiel auch all meine Retweets, all meine Favoriten, all meine eigenen Tweets in den Evernote reinlaufen, weil ich dann quasi mit Evernote eine Möglichkeit habe, nochmal auf allem zu suchen, was ich irgendwie auf Twitter mal gemacht habe oder worauf ich reagiert habe. Aber das sind alles Funktionen, die Twitter nicht selber mitbringt. Das heißt, da gibt es eigentlich in Richtung Archiv und Speicherung relativ wenig Möglichkeiten. Weiß nicht, Karl-Heinz, wie machst du das? Oh, ich habe gerade getwittert. Ich habe deine Frage gar nicht verstanden, gar nicht gehört. Der Jochen hatte die Frage gestellt oder uns gebeten, dass wir zum Speichern oder Archivieren von Tweets nochmal was sagen. Und ich hatte ja eben erzählt, dass ich Sachen nach Etherpad wegspeichere. Ich kenne auch viele Leute, die machen das gar nicht. Die sagen einfach, das ist wie so ein Fluss. Ich nehme auch nicht jedes Gespräch auf, was ich habe. Ja, kann ich was zu sagen? Ich speichere gar nichts aus Twitter, weil ich Twitter wie eine Zeitung sehe. Vielleicht da sollten wir gleich nochmal drüber reden. Also ich will aktuell informiert werden und dann reicht mir das, was ich gelesen habe. Und oftmals sind es ja Links, die mich dann zu irgendeinem Artikel führen. Und wenn der Artikel interessant ist, speichere ich mir den, aber nicht die Tweets. Ja. Okay, also Etherpad scheint irgendwie ein Problem zu haben wieder mit uns vielen. Das heißt, die Fragen, die ihr habt, müsst ihr euch einklinken jetzt. Ich weiß nicht, hast du Teilnehmer-Audio ermöglicht? Ja, also wer will, kann sogar sich mit dem Mikrofon einbringen. Ja. Ansonsten halt die Fragen einfach in den Chat und wir beantworten so lange, wie wir eben Fragen haben und wie lange es noch nicht 14 Uhr ist. Ja. Sorry für das Etherpad. Ja, aber vielleicht, Simon, sollten wir noch ein bisschen drüber reden, wie man Twitter denn nutzen könnte. Ja. Vielleicht gebe ich mal einen kurzen Einblick für mich. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ist Twitter ein echter Lernbooster. Und um das zu verstehen, vielleicht so ein bisschen der Hintergrund. Ich habe angefangen zu twittern, indem ich erstmal gelesen habe. Und da ist schon mal die erste Schwierigkeit, wem folgt man denn? Und da sind Veranstaltungen eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mal zu gucken, wer twittert denn unter diesem Hashtag. Also jetzt ist CL2025 eigentlich eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, welche Leute sind denn da unterwegs. Und dann schaut man mal, was tweeten die denn sonst so? Und dann merkt man ziemlich schnell, das ist aber interessant. Und dann folgt man mal so den ersten 5, 6 Leuten. Und das macht man ein paar Monate lang in der Regel, dass man nur folgt. Und irgendwann kommt einem dann so der Gedanke, ich kann eigentlich nicht bloß nehmen, ich muss auch mal geben. Und dann fängt man an, seine ersten Tweets abzusetzen. Meist wieder bei Veranstaltungen und dann merkt man plötzlich, jetzt folgen mir wieder andere. Und mein Erlebnis war, dass nach kurzer Zeit folgten mir 2 Professoren. Und dann habe ich gedacht, wie, die wollen wissen, was ich schreibe? Und ich erzähle das deshalb so deutlich, weil damit so klar wird, dass dieses öffentliche Schreiben eine Wirkung auf den Schreiber hat. Und das hat mit Lernen ganz viel zu tun, denn seitdem mir bewusst ist, ich schreibe ja in der Öffentlichkeit, denke ich 3-mal so lange drüber nach über das, was ich schreibe, als wenn ich es nur für mich aufschreibe. Ja. So, damit bin ich 3-mal so lange mit dem Thema beschäftigt und damit, wir nennen das eigentlich Lernen, ne? Jetzt beispielsweise in einer Konferenz mache ich heute alle meine persönlichen Notizen nur als Tweets. Und damit denkt man denn wirklich nochmal kritischer nach, hat der das jetzt wirklich so gesagt? Und Moment, hören wir noch einen Moment zu, stimmt es eigentlich, passt es in den Zusammenhang, um sicher zu sein, dass das, was man schreibt, man auch richtig verstanden hat. Genauso geht es, wenn man jetzt irgendwo einen Artikel liest und dann einen Tweet draus machen will, dann guckt man nochmal nach, wie hat der das wörtlich gesagt? Kann ich das vielleicht wörtlich zitieren oder so? So, und dann kommt noch ein zweiter Effekt hinzu. Also einerseits schon dieses mehr Beschäftigen, weil ich mich ja nicht blamieren will in der Öffentlichkeit. Und der zweite Effekt ist, wenn ich in einer Konferenz meine Notizen in 140 Zeichen passe, dann muss ich auf den Punkt kommen. Also ich kann nicht mitschreiben, was der da gerade sagt, sondern ich muss zusammenfassen. Und auch dieser Effekt ist sehr lernförderlich, weil man jetzt tatsächlich einen Moment nachdenken muss, wie kriege ich das jetzt in einen knackigen Satz gefasst?
Jetzt Ja, und werden das sie ist so ein weg. bisschen wie früher das Spickzettelschreiben, ne? Wenn man es geschrieben hat, hat man es verinnerlicht, dann braucht man eigentlich den Spickzettel nicht mehr. Genau. Weil umgekehrt, ich mach's nicht wie du, also ich mache meine Notizen nicht als Tweets, weil ich oft so den Anwendungsfall habe, ich komme von einer Veranstaltung zurück und will in einer einzelnen Person oder einer Gruppe einen Überblick geben, was denn dort passiert ist. Und dann brauche ich das eher geschlossen als eine OneNote-Seite oder als ein Blogpost, eher in so einer Form. Und wenn ich dann versuchen will, sozusagen die Tweets rauszufiltern, die ich da gemacht habe und die dann relevant sind jetzt für die Gruppe oder für die Person, das ist meist auch recht mühselig, weil die sind in der Regel dann einfach weg. Also ich glaube, da kann man sagen, da gibt es auch nicht den Standard-Use Case, sondern da muss jeder einfach mal ausprobieren und experimentieren und schauen, was da so für einen selber quasi der richtige Weg, der richtige Stil ist quasi. Ja, genau. Also da gibt es unterschiedliche Wege, aber wo ich nochmal darauf hinweisen wollte, ich mache es wirklich nur für mich. Und weiß nur, ich will mich damit nicht blamieren, aber ich schreibe es nicht für die anderen. Und Genau, ja. das ist auch noch Die so ein anderen sind Punkt. Abfallprodukt quasi, ne? Auch wie Genau. beim Bloggen oft. Man schreibt es für sich. Es ist so dieses Lernen durch Lehren. Und als Abfallprodukt hat die Welt auch noch was davon und kann quasi irgendwie per Google den Blog noch finden. Und dadurch entstehen auch wieder Netzwerkeffekte. Genau. So, und dieses, die anderen können sich ja entscheiden, ob sie mir folgen oder nicht. Wenn es für sie interessant ist, okay, ich habe nichts dagegen. Wenn es für sie nicht interessant ist, müssen sie mir ja nicht folgen. Und da sind wir auch beim nächsten wichtigen Thema. Also wer so anfängt, der muss immer gut überlegen, wem folge ich eigentlich. Also wenn Leute sagen, da wird ja nur Blödsinn geschrieben, dann kann ich nur sagen, ja, selber schuld, dann folgt man den falschen Leuten. Genau. Diese Auswahl derer, denen man folgt, ist für mich so im Vergleich, also sagen wir mal andersrum, ich lese heute keinerlei Fachzeitschriften mehr, weil ich mich zum Thema Lernen übers Netz viel besser informiert finde. Und Twitter ist der Hauptkanal dafür, sodass ich heute sage, ich habe 250 Redakteure, also ausgesuchte Leute, denen ich folge. Und wenn ich die gut aussuche, dann ist alles das, was die weiter retweeten oder selber schreiben, für mich relevant. Jetzt Vielleicht heißt mit einem kleinen Aber dazu, was natürlich auf Twitter oft stattfindet, ist, dass Leute Hinweise auf Bücher, auf Artikel, auf Studien geben und nicht alles davon ist Open Access im Netz. ja. Also das heißt quasi, man stößt da manchmal auf einen Link, wo man dann auf eine Paywall oder beim Harvard Business Review oder irgendwo landet, ne, wo ich dann halt die Zeitschrift oder das E-Paper brauche, wenn ich den Inhalt lesen will. Ja, Ne, das gibt's auch, aber so im Prinzip eine Fachzeitschrift würde mir ja praktisch zusammenfassen und was jetzt da für mich wichtig ist. Und wenn man es mit dem Vergleich mit der Fachzeitschrift macht, da habe ich, wenn ich drei Fachzeitschriften lese, habe ich drei Redakteure. Und ich habe jetzt 250 und jetzt merkt man schon, wie wichtig es ist, die Redakteure auszuwählen. Und die muss man tatsächlich ab und zu mal austauschen. Und zwar auch Redakteure nehmen, also Leute nehmen, die aus einem Nachbarfeld kommen, damit man nicht bloß immer in der eigenen Blase Über bleibt. den Tellerrand quasi, ne? Genau. Jetzt ist eine Latte Fragen nochmal aufgekommen im Chat, die würde ich jetzt mal versuchen, in Anzug auch nochmal zu beantworten. Also es war gerade die Frage nochmal da von der Christina, wo man dann im Profil den eigenen Ad-Namen findet. Ich schalte hier gerade nochmal um. Man sieht jetzt hier mein Bild, mein Klartextnamen hier oben und drunter klein steht der eigene Ad-Name. Also steht Ad Simon Dückert, Dückert mit UE. Da ist der zu finden. Und dann auf Twitter kann man auch jeden identifizieren, einfach durch twitter.com/ dann der Twitter-Nick, also twitter.com/khpape. Können wir hier mal machen. Ich gebe hier oben mal einfach khpape ein. Ist quasi der Weg zu Karl-Heinz Papes Profil. Wenn denn das Internet will, das will nicht. Hast du dich versteckt? Nee. Ah, jetzt kommt's. Damit sieht man auch, man muss nicht bei Twitter angemeldet sein. Also es kann jeder sofort auch die Tweets von einem anderen irgendwo im Netz lesen, ne? Genau, dann war die Frage noch, wie kommt man denn zu dieser schönen Drei-Spalten-Ansicht? Moment, wer war das? Muss ich gerade mal gucken. Das war auch die Christina. Da gehe ich jetzt einfach nochmal in TweetDeck. Ich habe jetzt in TweetDeck mal alle Spalten ausgeräumt. Also das ist jetzt komplett leer. Und dann hat man hier außen den kleinen Link sozusagen Add Column. Column ist eine Spalte. Ne? Und ich könnte jetzt einfach sagen, zum Beispiel hier oben mein Homefeed, also das ist mein zentraler Aktivitätenstrom, den will ich auf jeden Fall sehen. Auch kleiner Hinweis vielleicht noch,
TweetDeck ist multi-user-fähig. Das heißt, man sieht jetzt hier verschiedene Accounts, auf die ich Zugriff habe. Also mein persönlicher, der von meiner Firma, aber auch der von der Corporate Learning Community und weitere. Das heißt, ich füge jetzt hier einfach mal meinen persönlichen Homefeed ein, mache das zu. Das ist jetzt sozusagen der Aktivitätenstrom der Leute, denen ich folge. Sieht man wahrscheinlich auch hier nicht. Gerade ist ein Tweet reingekommen vor 50 Sekunden, vor 12 Minuten, vor 9 Minuten. Also das wäre jetzt eine Spalte und einfach als zweites Mal so eine Spalte für den Corporate Learning 2025 MOOCathon. Da gibt es hier außen die Suche. Ja, und ich kann jetzt hier einfach mal eine Suche anstoßen nach, hier gebe ich in den Hashtag CL2025 ein, drücke auf Return und schon habe ich eine weitere Spalte, wo ich quasi so ähnlich wie man es vorhin auf Twitter auch gesehen habe, dann die Tweets sehe, die mit dem Hashtag Corporate Learning 2025 versehen sind. Und hier unten habe ich dann quasi genau die Knöpfe dran. Im Prinzip kann ich beliebig viele Spalten nebeneinander setzen. Ich habe meist nicht mehr als drei oder vier, weil dann verlässt es die Bildschirmseite und dann wird es im Prinzip auch wieder unübersichtlich. Genau, was haben wir noch? Geteilte Twitter-Ansicht mit TweetDeck, Teilnehmerlisten. Genau, Teilnehmerlisten auf Veranstaltungen sind ein guter Einstieg, schreibt der Jochen. Wer das noch nicht gesehen hat, wir haben in der Teilnehmerliste vom MOOCathon bei den Leuten, also bei euch allen, die sich angemeldet haben, auch die Twitter-Hashtags die Twitter-Nicknamen abgefragt. Das heißt, wer da mal durchgehen will und gucken will, wer vielleicht von den MOOCathon-Teilnehmern für einen selber spannend ist, der kann das über die Teilnehmerliste machen. So, jetzt, Moments, ja, genau, die Twitter-Moments. Ich weiß nicht, da kann ich nicht so richtig viel dazu sagen. Meines Wissens nach ist das eine Möglichkeit, jetzt so ähnlich wie bei Snapchat so Stories nachzubilden. Oder wie bei Instagram, da gibt es ja auch die Funktion. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das noch nie ausprobiert. Das müsste ich selber erstmal nachgucken. Weiß nicht, kannst du da was sagen zu den Moments von Nee, Twitter? war sie auch nichts. Ja. Genau. Können wir da mal gerade hingehen? Also, das ist was, was man im Moment, wo waren das überhaupt? Ich habe es vorhin auch kurz gesehen, aber jetzt sehe ich es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auf der Home-Seite. Nee, das sehe ich auch nicht. Moments, Moments, Moments. Nee. Ich glaube, es ist so eine Darstellung dessen, was im Moment hauptsächlich diskutiert wird. Also welche Stichworte, welche Themen Ja, suchen die okay. raus. Aber es hat Also da können bestimmt wir was jetzt nur Gutes. mit gesundem Halbwissen agieren. Das machen wir jetzt lieber mal nicht. Finden wir noch raus und dann twittern wir den Link dazu, was das ist. Okay. Gut, sonst die Fragen haben wir jetzt, glaube ich, alle durch. Falls noch welche sind, dann können wir die, postet die vielleicht noch in den Chat. Ansonsten weiß ich nicht, Karl-Heinz, hast du noch ein Thema? Ja, vielleicht, Simon, gib du doch noch mal so an, wie nutzt du eigentlich Twitter? Du hast so zwischendurch zwar schon mal was erwähnt, aber ist Twitter für dich so ein Hauptwerkzeug oder wie nutzt du Twitter? Ja, das muss man schon sagen. Also für mich ist es, glaube ich, schon mit YouTube und vielleicht SlideShare zusammen schon so ein ganz zentrales Werkzeug. Ich nehme in der Regel so 15 Minuten, 20 Minuten, so ähnlich wie du vorhin gesagt hast, in der Früh oder irgendwo, wo es reinpasst, und lese das so wie eine Fachzeitschrift quasi. Was ich mache, ist, das sehr stark, ich sage mal in Anführungszeichen, zu Timeboxen. Also was einem auf Twitter oft passiert ist, man fängt hier an zu lesen, klickt auf einen Link, kommt noch zu einem Paper, liest noch hier einen Blog, auf einmal sind 2, 3 Stunden rum und man hat eigentlich nicht das gemacht, was man hätte machen sollen. Also ich schaue, dass das wirklich nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt und wenn ich da auf interessante Quellen, Studien und so weiter stoße, dann packe ich mir die in ja, Instapaper in der Regel oder in Pocket. Also das sind so Werkzeuge, die den Artikel dann quasi offline auf dem iPad synchronisieren und blockiere mir dann Zeit, wo ich, wenn ich im Zug sitze oder im Flieger bin oder wo auch immer, mir das quasi dann in Ruhe anschaue und durchlese. Wenn du eine Also Woche in Urlaub bist, liest du anschließend die ganzen Tweets? nee, das nicht. Das nicht. Das ist so ähnlich wie bei einer Tageszeitung. Also die schmeißt man in der Regel auch weg. Es ist auch so, dass man mittlerweile,
rauscht da so viel durch in Twitter, man entwickelt auch so einen Blick darauf, dass man Dinge erst wahrnimmt, wenn die mehrfach kommen. Ne, das ist ja so ein bisschen, wenn ich 10 Experten habe, also die ich persönlich als Experte zu einem Thema einschätze, und alle sprechen auf einmal über den New York Times Artikel XY, dass 2012 das Jahr des MOOCs ist, ne, dann ist es oft so, im Urlaub hat man 5 davon verpasst, aber 5 kommen danach. Und wenn das nach der Woche Urlaub kein Thema mehr ist, der Artikel, dann ist vielleicht auch nicht so wichtig. Also, man kann natürlich nicht als Mensch jetzt irgendwie den Anspruch haben, alle Zeitungen, Fachzeitungen, Tageszeitungen der Welt zu lesen, sondern man hat ja auch nur ein begrenztes Aufnahmevermögen. Ich denke, sowas wie Twitter tut einem halt den Raum der Dinge, die man wahrnehmen kann, sehr viel größer machen. Nichtsdestotrotz muss man da auf sich selber aufpassen und eben gucken, dass man da nicht komplett zu so einem Informationsjunkie wird, der quasi nur noch die ganze Zeit in seiner Twitter-Timeline rumbraust und eigentlich dann gar nichts mehr tun kann. Ne? Da gibt es so einen schönen Spruch, den ein Blogger mal geprägt hat. Der hat mal gesagt, wenn eine Information wichtig ist, dann wird sie mich finden. Und genau mit diesem Gefühl muss man auch an Twitter rangehen. Also nicht meinen, man muss da jetzt wirklich alles lesen, sondern wie in einer Zeitung, wenn man sich mal klar macht, auch in der Zeitung liest man ja die wenigsten Artikel. Man überfliegt die Überschriften und ich sag mal so schätzungsweise bei jeder 30. bleibe ich hängen und lese den Artikel. Alles andere rauscht an mir vorbei. Aber dieses Überschriftenlesen ist auch schon eine Information. Und genauso ist es bei Twitter. Also vielleicht sollte man dazu sagen, die meisten Tweets haben irgendeinen Link mit dran. Also die 140 Zeichen sind so praktisch die Überschrift und die kann man überfliegen und bei manchen Überschriften denkt man, oh, da will ich mehr zu wissen und dann klickt man auf den Link und kommt zu dem längeren Artikel, der irgendwo dahinter steht. Und Genau. insofern, so wie eine Ist auch gerade, Zeitung, also ist es gut. gerade interessanter Post nochmal von der Christina im Chat gewesen. Die fragt nämlich, warum soll Twitter besser sein als eine Internetrecherche? Nur weil es persönlich ist, ist die Frage. Und ich denke, meine Perspektive darauf wäre, über Twitter kann ich mir die Internetrecherche von vielen anderen zunutze machen. Das heißt, natürlich kann ich mich hinsetzen und kann irgendwie versuchen, mit Google raus zu recherchieren, was sind denn die besten Unis weltweit zu Corporate Learning und was sagen die Beratungen und so weiter. Ich kann aber auch angehen, das nennt man dann Social Search zum Beispiel, und kann sagen, ich folge einfach den Leuten, die als Hauptaufgabe das Themenfeld Corporate Learning beobachten, die meinetwegen Journalisten sind oder die Forscher sind oder was auch immer. Und da muss ich nicht selber recherchieren, sondern die posten in der Regel, so wie du gesagt hast, die Essenz einer Veranstaltung. Ne? Du hörst den Vortrag an und postest die 10, 15 Kernaussagen, die da drinstecken. So ähnlich tun eben andere Rechercheure, was ist das richtige Wort? Menschen, die recherchieren, sozusagen die Kernpunkte oder diese Kernsachen, die sie finden, dort auf Twitter posten, und die Zeit spare ich mir natürlich. Oder so dieses Schlagwort Social Search. Mir geht es ganz oft so, ich bin irgendwo in einem Termin und habe eine Fragestellung zu irgendeinem Thema und fahre dann zurück eine Stunde im Auto, bis ich im Büro bin und dann das Thema bearbeite. Ich mache das oft so, dass ich meine Frage, bevor ich losfahre, Twitter, hat jemand Erfahrung mit Tool oder Methode sowieso? Und ich komme zu Hause im Büro an und habe schon 3, 4 Antworten über Twitter und jemand hat mir eine Präsentation in der Mail geschickt. Ja, und das heißt, ich kann quasi anfangen, was zu tun, wo ich anderweitig erst hätte anfangen müssen zu recherchieren. Das ist quasi so ein großes Netzwerk von Menschen, die ihre Rechercheleistungen untereinander teilen, quasi, so kann man es sehen. Genau, wir reden deshalb vom sozialen Filter. Und diesen Filter immer richtig einzustellen, damit die richtigen Informationen zu mir kommen, hängt davon ab, wem ich da folge. Und deshalb ist das so eine Daueraufgabe. Ich möchte noch eine Frage antworten aus dem Chat. Wir sind ganz neugierig, was das Hintergrundbild bei Twitter von Karl Pape ist. Ja, ich bin ursprünglich mal Fernmeldemonteur gewesen und das ist ein typischer Teil einer Fernsprechvermittlungsanlage so von vor 50 Jahren. Und ich wollte einfach mich selber ab und zu mal daran erinnern, was meine Wurzeln sind. Deshalb Drehwähler sind es, die da zu sehen Back to the sind. roots sozusagen. Der Ja. Christian fragt, er möchte seine Twitter-ID noch in der, er schreibt zwar 10/2025-Profil, wahrscheinlich ist die Teilnehmerliste gemeint, nachtragen. Also wenn ihr auf die
Teilnehmerliste geht, die findet ihr in den Quicklinks. Das Google Doc, was da hinterlegt ist, der Link, der bringt euch in die Bearbeitensicht und dort könnt ihr es einfach in das Google Spreadsheet eintragen. Also jeder, der sich jetzt einen Twitter-Nick anlegt, kann dann dort seinen Namen raussuchen und sich dort quasi eintragen, damit die anderen eben auch einen selber und den Twitter-Nick entsprechend finden. Okay. Ja, wenn es im Moment keine weiteren Was? Fragen mehr gibt, Simon, haben wir, glaube ich, Ja, alles besprochen. genau. Und haben 5 Minuten, die müssen wir nicht mit irgendwas füllen, sondern Nee. alles angeben einfach, oder? Dann sollten wir aber mit dem Hinweis enden. Wir wollen beim Corporate Learning 2025 MOOCathon Twitter als Hauptinformationskanal nutzen. Also habt den Mut, euch bei Twitter anzumelden und abonniert den Hashtag CL2025 vielleicht als erstes. Auf die Art und Weise kommt er gut rein und seid auch gut informiert. Schönen Dank fürs Mitmachen und schönen Dank, Simon, für deine Energie, die du hier ausgestrahlt hast. Alles klar, dann Okay, tschüss. bis Freitag spätestens. Tschüss.